Bruno und Anja sind zurück in Oberfranken. Hallo, hallo. Im Gepäck den Bronzeplatz der Tanzshow Stepping Out. In Fenkensees im Landkreis Bayreuth werden sie von einigen Freunden auf dem Hof von Gerhard Heinz schon sehnsüchtig erwartet. Es gibt auf jeden Fall einen Grund zum Feiern. Denn in der Konkurrenz waren immerhin auch so einige ausgebildete Tänzer und Showprofis. Ich sag mal so, von der Leistung her hätten wir es eigentlich nicht ins Finale geschafft. Aber durch unsere tollen Fans muss man halt weitermachen, ne? Was glaubt ihr denn, warum haben die Fans so oft gewotet für euch? Also warum seid ihr so weit gekommen? Ich denke, da waren viel Bauer- und Fraugucker dabei und irgendwie stehen die auf uns. Wahrscheinlich, weil wir ganz normale Leute sind. Ne? Ich sag mal, mit den Punkten, die wir jetzt von dem Herrn Lambi bekommen haben, das hat auch genau gepasst. Den Großteil der Shows haben sich Bruno und Anja selbst noch gar nicht angeschaut. Erst in Fenkensees gibt's einige Videos mit den Highlights, die wir leider aus rechtlichen Gründen nicht zeigen dürfen. Auf jeden Fall dabei ist aber natürlich die große technische Panne, gleich beim ersten Finaltanz. Wie schlimm ist das, wenn man da steht in der Live-Sendung und... Das war total cool. Wir haben es kaputt gelacht. Das war wirklich so. Ich meine, wir waren angespannt und dann plötzlich mit der Panne, wo wir nichts dafür konnten, waren entspannter gewesen. Bestimmt mindestens so entspannt wie jetzt im Kreis der Freunde, die natürlich immer, wenn sie konnten, mitgefiebert haben. Zu Hause am Fernseher oder sogar vor Ort im Showpublikum. Natürlich gibt's aber nicht nur positives Feedback. Eine Show dieser Größe provoziert vor allem im Netz Reaktionen aller Art. Liest man sich das durch? Also der Bruno hat bei mir geschimpft, weil ich halt eben einfach mal bei Facebook bin ich da auch drin. Und dann blätterst du halt mal so runter und dann tat das schon richtig weh. Ja, weil wir haben das ja nicht gemacht, um uns da irgendwie zu präsentieren. Wir sind genauso von RTL gefragt worden wie die anderen Paare halt. Und naja gut, ich sag mal, die Leute, die uns kennen, die wissen, wenn ich glücklich bin, lache ich immer, grinse ich immer. Da wurde ich auch blöd als Grinsekatze deklariert oder wie auch immer. Aber dann sagt auch unser Trainer, also das darf man einfach gar nicht lesen, sonst wird man depressiv und das darf man sich nicht zu Herzen nehmen. Für uns war das wichtig, dass wir mit dem leben können, was wir da tanzen. Wir haben unser Bestes versucht, wir haben fleißig trainiert und dass wir da mit jungen Leuten nicht mithalten können, das war uns schon klar. Wir wollten für uns das Beste geben und ich glaube, das ist uns gelungen. Könntet ihr das alles jetzt noch auf Stand oder vergisst man das schnell wieder, die Schritte? Ich glaube, im Moment können wir es auch abrufen. Na, das wollen wir dann aber schon noch überprüfen. Und tatsächlich, sogar ohne Musik, sitzen die Schritte noch einigermaßen. Aber wir können jetzt nicht winken, da gibt es keine Stelle, wo wir winken können. Tschüss. Tschüss.